Hallo, heute machen wir Bananentörtchen. Dazu haben wir unsere Blätterteigschäfchen gemacht. Das ist ganz einfach. Die sind bei mir als selbstgemachten Blätterteig, deswegen sind sie auch ein bisschen ungleichmäßig. Dann brauchen wir zwei Förmchen. Eine Banane in acht kleine Stücke geschnitten. Die setzen wir dann so rein. So. So, das ist die ganze Banane. Das bestreuen wir jetzt etwas mit Zimtzucker. Und backen diese dann im Backofen bei 200 Grad mal etwa für knapp 10 Minuten. Ganz wichtig ist, dass man diese Blätterteigförmchen nicht zu dunkel backt, sonst verbrennen die später. Also wie gesagt, jetzt für 10 Minuten bei 200 Grad. In der Zwischenzeit schlagen wir ein Eiweiß mit einem Teelöffel Zucker auf. So, unsere Bananen da drin waren jetzt für so 5 bis 6 Minuten nochmal im Ofen. Jetzt überspritzen wir das Ganze mit Eiweiß, mit dem aufgeschlagenen Eiweiß. So. So, und überbacken das Ganze jetzt nochmal so lang, bis das Eiweiß schön goldbraun ist und solche Zuckerkristalle ausschwitzt. Das dauert in der Regel so 6 bis 7 Minuten. Unser Bananentörtchen drin ist jetzt fertig. Eine schöne knusprige Eiweißdecke. War jetzt 6,5 Minuten im Ofen. Guten Appetit.